Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video wieder ein Auszug aus meinen digitalen Lernkartensystemen, also Lernhilfen, die Ihnen das Lernen erleichtern. Näheres dazu unter www.spaßlerndenk-shop.de. Die Handlungsaufforderung stammt diesmal aus dem Bereich internationale Wirtschaftsbeziehungen und lautet: Entwickeln Sie einen Kriterienkatalog zur Länderanalyse. Ein Kriterienkatalog zur Länderanalyse. Also wir müssen uns hier vorstellen, dass ein Unternehmen überlegt, in ein bestimmtes, im Moment noch unbekanntes Land zu expandieren, zu exportieren. Welche Kriterien sollte ein solcher Länderkatalog, eine solche Länderanalyse enthalten? Ein Kriterienkatalog für Länder sollte im Wesentlichen fünf grobe, große Kriterien enthalten, um dieses Land richtig zu analysieren. Analysieren heißt ja nichts weiter als zerlegen. Fünf Kriterien. Einmal politische Faktoren, das heißt politische Stabilität, Regierungssystem und so weiter. Dann rechtliche Faktoren, das Rechtssystem, die rechtliche Sicherheit, Anteil von Korruption und so weiter. Soziokulturelle Faktoren, ganz wichtig, Einfluss von Religion und Bildung, auch Bevölkerungsentwicklung, Anteil von Jung und Alt, all das sind soziokulturelle Faktoren, könnte man durchaus auch nochmal unterstrukturieren hier, weil das ein sehr großes Gebiet ist. Dann technische Faktoren, welche Stromspannung herrscht im Land zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, ein technisches Gerät zu exportieren, welche technischen Kriterien und wirtschaftliche Faktoren, das heißt Wirtschaftswachstum zum Beispiel, Entwicklung auf unserem speziellen Markt, den wir betrachten und so weiter. Wenn Sie diese Art des Lernens interessiert, das heißt die Aufbereitung des Lernstoffs in Frage und Antwort, dann schauen Sie doch bitte unter www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Eber. Dankeschön.